Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Wir machen uns heute hier zu Hause eine schöne Flammkuchenparty. Da wird es Flammkuchen geben, von herzhaft bis süß. Einen davon, den möchte ich euch ganz besonders zeigen, und das ist der Gyros-Flammkuchen. Dazu habe ich wie immer alles an Zutaten hier stehen. Das schauen wir uns jetzt an, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. An Zutaten benötigen wollte, da habe ich hier hinten einmal Tzatziki, dann haben wir hier ein bisschen geriebenen Gouda-Käse, das ist eine Tomate, ein Ei, hier vorne haben wir Gyrosfleisch, das habe ich jetzt fertig gewürzt vom Metzger gekauft, ihr könnt das alternativ selber würzen, hier hinten habe ich etwas Schmand, Senf brauchen wir, Honig, hier vorne ist ein bisschen Milch drin, dann brauchen wir ein paar Tropfen Maggi, wer da keinen Bock drauf hat, lässt bitte weg, dann habe ich hier einmal Pfeffer, Zwiebeln, ein Eisbergsalat und hier hinten im Hintergrund habe ich fertige Flammkuchenbrühe. Auch alternativ hierzu könnt ihr den gerne selber herstellen. Die genauen Mengen und das Rezept findet ihr natürlich wie immer ausführlich unten in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob man es eben gesehen hat. Das Ei, das ist schon fertig gekocht und gepellt, also nur so zur Info. Und wir müssen natürlich auch wieder so ein bisschen was schnibbeln. Dazu fangen wir hier mit unseren Zwiebeln an. Die müssen wir einfach nur nehmen und uns hier so ein paar schöne Ringe runterschneiden. Nach den Zwiebeln kommt unser Eisbergsalat. Den müssen wir einfach nur hier so fein runterschneiden, dass wir schöne feine Stückchen haben. Die dürfen auch gar nicht so groß sein. Am besten ist hier so Scheibchen schneiden und dann nochmal so durchhacken hier. Wenn das dann so fein ist hier, reicht das vollkommen aus. Dann kommt noch hier unsere Tomate. Die werden wir erstmal halbieren. Dann machen wir uns hier den Strunk raus. Dann nehmen wir uns die und schneiden die einfach nur ganz fein in Scheiben. Im nächsten Gang haben wir hier noch unser Ei. Auch das schneiden wir nur in Scheibchen. Schnippelarbeiten sind jetzt soweit erledigt, aber da wir nachher auf unserem Flammkuchen noch so ein kleines Topping brauchen, werden wir das jetzt als nächstes anrühren. Dazu werde ich mir hier den Schmand nehmen. Da kommt dann ein bisschen Pfeffer rein. Etwas Salz. Dann so 2-3 Schuss von dem Maggi. Dann Senf. Honig. Und für den Anfang ein kleiner Schuss Milch. Dann nehmen wir uns hier ein Quirl und werden das Ganze schön glatt rühren. Und wenn ihr jetzt merkt, das ist so wie jetzt hier so ein bisschen zu zähflüssig, nehmt da wieder ein bisschen Milch, schüttet das dabei, denn das Ganze sollte ruhig ein wenig flüssiger sein. Und dann halt wieder rühren, bis alles glatt ist. So, und wenn das jetzt so wie hier ist, ist es soweit fertig. Ich werde das jetzt nochmal abschmecken. Dazu werde ich mir erstmal ein Löffelchen nehmen und mal hier ein bisschen Pfeffer geht noch dran, aber sonst ist es perfekt. Ihr schmeckt euch das natürlich so ab, wie euch das am besten schmeckt. Aber so wie das jetzt hier ist, ist das top. Dann stellen wir das nochmal eine Runde kalt. Und bevor wir uns jetzt den Flammkuchen belegen, werde ich schon mal den Grill starten und dann sehen wir uns wieder.
Mittlerweile ist der Grill gestartet. Ich habe mir jetzt hier einen so einen Flammkuchenboden genommen, auf meinen Pizzaschieber gelegt. Den werden wir jetzt belegen. Dazu nehme ich mir jetzt zuerst das Tzatziki. Oder den Tzatziki. Davon geben wir dann einen großzügigen Klecks hier drauf und verteilen den. Auf das Tzatziki machen wir ein bisschen Pfeffer. Muss gar nicht so viel sein. Dazu kommen dann so ein paar Zwiebelchen. So, und da drauf geben wir dann noch so ein bisschen von unserem Gyrosfleisch. Da müsst ihr es auch gar nicht so übertreiben, wenn das jetzt so hier ist, so wie das ausschaut. Somit ist er fertig für den Grill und da gehen wir jetzt hin. Nutzen werde ich dazu heute den Sogambo. Der ist jetzt auf rund 250 Grad eingeriegelt. Ich könnte auch den Steinbackofen nehmen, aber das finde ich jetzt nicht so massenkompatibel. Und das Setup sieht wie folgt aus. Da haben wir hier alle Roste drin, die dritte Rostebene, da drauf den Pizzastein. Da werden wir jetzt hier unseren Flammkuchen nehmen, draufpacken, dann schnell den Deckel zu. Dann geben wir dem mal gute 5 Minuten und gucken dann das erste Mal rein. Die ersten 5 Minuten sind rum. Wir schauen rein. Und ja, wow. Ihr seht, er bekommt wieder hier hinten Farbe, weil da die Hitze hochschlägt. Das ist für uns das Zeichen, wir nehmen ihn. Drehen uns den einmal, dass er uns nicht zu dunkel wird. Jetzt will ich nochmal drunter gucken. Oh, das sieht auch optimal aus. Das heißt, wenn er gleich hinten genauso aussieht wie hier, ist er fertig. Aber die Zeit geben wir ihm noch. Weitere 5 Minuten später. Schauen wir noch mal rein. Ja, und ihr seht, der sieht megamäßig aus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann von unten, wenn ich den jetzt so anhebe. Ah, tipptopp. Den werde ich jetzt auf jeden Fall runternehmen vom Grill und dann machen wir uns oben an den Tisch und machen den fertig. Oben am Tisch angekommen, hier habe ich unseren Flammkuchen liegen. Den werden wir jetzt vollenden. Dazu nehmen wir uns jetzt zuerst den Salat, geben davon was hier drauf. Auf den Salat kommen ein paar Tomätchen. Wer jetzt keinen Bock auf Tomaten hat, soll es ja auch geben, der lässt sie weg. So, das reicht auch. Darüber kommt ein bisschen was von unserem Käse. Da braucht er auch gar nicht viel drauf machen, nur so punktuell. Dann haben wir den drauf, geben wir noch so ein paar Eierscheibchen dazu. Das ist auch optional, das müsst ihr nicht machen. So, wenn wir das haben, kommt jetzt zum Schluss noch was von unserem Topping drüber. Das habe ich hier in so ein Fläschchen eingefüllt, damit man es besser dosieren kann. Und dann gehen wir so da drüber und werden da eine ordentliche Ladung. Nicht, dass er schwimmt, sondern nur, dass wir so ein bisschen Geschmack dran kriegen. So, das war's und fertig ist unser Gyros-Flammkuchen. Jetzt werden wir uns noch schnell ein Stückchen rausschneiden. Und ihr hört's, oh. Das legen wir so hier hin. Ich hoffe, man kann es von unten sehen, wie schön er aussieht. Aber jetzt wird probiert. Hier habe ich jetzt ein Stückchen. Es ist auch alles drauf. Käse, Ei, Fleisch, außer Tomate. Ich hoffe, man kann hören, wie kross der Teig ist.
Mittlerweile haben wir alle gegessen und ich kann euch nur sagen, das ist hammergeil. Wenn ihr mal einen Flammkuchen machen wollt, dann macht das mal auf diese Art und Weise. Ist mal was anderes als ständig diesen normalen, nur mit Speck, Zwiebeln etc. Kam richtig gut an. Geschmacklich ist das Ganze mega. Man hat richtig diesen Gyros-Geschmack. Das Ganze mit dem Salat bringt dann noch so ein bisschen Frische mit rein. Ist wirklich von mir zum Nachmachen empfohlen. Testet das aus. Ihr werdet es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht bereuen. Und wenn jetzt einer Angst haben sollte, dass das Fleisch, was wir jetzt oben roh drauf gemacht haben, nicht gar wird, wenn das so dünn geschnitten ist wie bei mir jetzt hier, dann braucht ihr da gar keine Angst vor haben, denn der Grill hat rund 250 Grad und in den 10 Minuten, wo das Ding ausbackt, ist es gar. Beziehungsweise, wenn dem trotzdem einer nicht traut, der kann sich das Fleisch natürlich auch vorher in der Pfanne anbraten und dann drauf geben. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Aber so ist das Ganze echt mega geil und sau lecker. So, jetzt will ich gar nicht länger drum rumreden, denn ein, zwei Stück werde ich jetzt im Hintergrund noch machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann natürlich über einen freundlichen Kommentar. Könnt zum Beispiel mal reinschreiben, wie ihr eure Flammkuchen so macht, außer diese normale Version. Würde mich freuen, wenn ihr das mal unten richtig in die Kommentare hämmert. Dann abonniert meinen Kanal. Das könnt ihr gerne jetzt hier oben tun. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. So, und jetzt schnell weitermachen.